meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zum ETS 2 Multiplayer zusammen mit dem Kollegi. Hallo! Also, wieder so ein böhmisches Dorf vor dir, die. Böhmisches Dorf vor mir? Na, LKW-Fahrer. Achso. Sein Feldrottel. Also, ich musste auf die mittlere, dann ist er auf die linke rübergezogen, vorne sind aber auch zwei, mussten sich irgendwie ausweichen, weil der eine ist draufgefahren und der andere hat sich spät das mitgekriegt. Wäre fast auf der linken den Solo-Typen hinten reingefahren, naja. Aber ich bin ja etwas zu schnell. So, mal jetzt 95, 95 können wir machen. Können wir mal hoch, du fährst links, dann, nee, du fährst rechts, dann bleib ich Mitte. Du bist relativ nah dran. Nö. Na, also ich sehe dich im Spiegel. Das ist ja schön, dann weißt du auf jeden Fall, dass deine Spiegel funktionieren. Naja, ich geh trotzdem mal rüber. Hoch. Hoch. Ach ja. So, wir sind jetzt am Freitag, ne? Ja. Schön. Schön. Und schon wieder eine Woche geschafft im April, Wahnsinn, ne? Boah, da könnte ich jetzt mal aus dem Funk rausgehen, ich war wahnsinnig. Der Funk ist nicht für Smalltalk. Geht das auch noch auf Englisch oder in der hier? Oh, Unfall? Das ist mir scheißegal, das kriege ich schon mit. Sehr schön. Was bleibst denn du stehen? Vorder dran vorbei! Ich will den vorlassen. Boah. So. Auf einer freien Spur mindert dort stehen bleiben. Ich würde sie gleich aus der Karre ruppen. Ja, genau. Rechts bitte. Ja, deswegen, da hätten wir einfach fahren können. Ja, wollte halt freundlich sein. Gott, freundlich sein. Bevor der, beziehungsweise ich habe im Spiegel nicht gesehen, was der links neben mir macht. Wäre der auch rübergezogen, ich wäre weitergefahren, wäre mir auch eine Karre gebumst. Ich meine, Entschuldigung, dass ich von dir als erfahrener, 8-jähriger also 8 Jahre Berufserfahrung, ne, LKW-Fahrer, erwarte, dass auf das der Straße ist eh nur noch ein Kampf. Das hier, okay. Was hier passiert, das ist noch freundlicher, wie es im richtigen Leben ist. Also, okay. Wird um jedes KMH gekämpft, selbst um jedes halbe. Hm. Wenn das Überholmanöver 4 Minuten dauert. Hm. Bescheuert. Ja, es ist aber heutzutage nochmal so. Klar, wenn du Zeit im Nacken hast, kommt es auf jedes KMH an. Wenn du 10 Stunden fährst, ist halt so. Aber ein halber KMH, was macht ein halber KMH? Ist er doch 1 KMH, was macht ein 1 KMH auf einer Strecke aus? Ja. Es kommt auf deinen Fahrstil an. Wenn du jetzt auf der Geraden nur 1 KMH schneller bist, aber zum Beispiel du lässt einen Berg runter halt 5 KMH oder 6 KMH schneller rollen wie alle anderen, dann merkst du das schon. Mhm. Oder du bist dann halt einen Berg hoch nochmal schneller, weil du halt nicht so schwer bist. Mhm. Weil du halt eine starke Maschine hast oder sowas. Das ist halt dann der Unterschied. Das kann am Ende, kann dir das dann schon eine halbe Stunde weniger bringen. Das kann auch entscheiden zwischen rechtzeitig ankommen beim Kunden oder nicht oder einfach nur zwischen einer 13er und einer 15er Schicht. Mhm. Und 15er Schichten darfst du ja nicht so viele machen an der Woche. Hm. Ja, 2. 3. 3, gut. Also, nach Schichten soll es ja nicht gehen, ne? Du kannst so 14 Stunden arbeiten, es zählt aber als 15er Schicht. Aha. Halt, kannst halt nur 9 Stunden Pause, oder brauchst nur 9 Stunden Pause machen, weil wenn selbst wenn du dann 11 Stunden Pause machst, zählt es nur als 9er, weil es halt über die 24-Stunden-Regel ist. Mhm. Bist dann bei 14 Stunden und dann 11 Stunden Pause, bist du bei 25 Stunden. Das ist kein kompletter Tag und es wird immer der komplette Tag gerechnet. Wenn du früh anfängst, musst du da in den 24 Stunden 11 Stunden Pause reinkriegen. Und das kriegst du ja nicht mehr, wenn du 14 Stunden gearbeitet hast. Das ist wohl wahr. Selbst wenn du 13 Stunden und 5 Minuten gearbeitet hast, kriegst du es nicht mehr rein. Jetzt fahr doch schneller, damit du an dem mal vorbeikommst hier. Fahr doch schon, bin doch schon an dem vorbei. Doch, den brauchst ewig. Ich fahr 92. Ich schick dich gleich weg. Ist doch schön, ich fahr halt 92. Da ist 97 Klon, so zack rübergezogen. Hast du gesehen, jetzt kriegt er gleich. Mm. Ich glaube, jetzt hat er kurz das Lenkrad gebissen. Alter, ihr mit euren Lärm kommen. Ich fahr dann mal. Fahr dann mal. Da hat er versucht zu funken, ja. Mikro kaputt war. Oh, vorne ist Sicht, hier vorne stehen sie. Ja, mal begast, sich das ja mal belöst. Da fährst du wieder ein paar KMH da dran vorbei. Das ist ja kreuzgefährlich bei so jemandem. Ach.
Du hast ja noch ganz ordentlich verhalten. Ja, bis ich dann halt rübergezogen bin und er plötzlich nur noch Plane in der Frontscheibe gesehen hat. Das war wirklich so rübergezogen, also da hättest du nichts mehr machen können, ne? So, jetzt können wir noch kullern lassen. Nein. Können wir auch noch kullern lassen. Ah, ja, drüben, schon wieder Forst Let's Play. Was, Ahoi, sagt er. Ahoi, ja, hab ich den Zug verstanden. Ich dachte, du hast den Funke aus. Ja, na, ich höre das über dich. Hä, wie geht denn das? Ja, keine Ahnung. Ich höre auf jeden Fall, weil das scheinbar so laut ist bei dir, dass es dein Mikro mit einfängt. Und na, wahrscheinlich kommt es nur über die linke Ohrmuschel und das etwas lauter. Und da ist ja dann das Mikro unten nicht dran. Vorsicht, da kommt von hinten hin angeschossen. Angeschissen? Angeschossen, Pollentranz. Ich hab ein Tempomat drin. Ich lass eine Kolon. Boah, wie die Hupe geht so richtig. Immer wieder ein Leck hat. Oder seine Taste ist verklebt. Oder das. Da sind wir in Dänemark. Ist schon soweit. Ja. Da brauchen wir noch eine kurze für die vierte. Richtig. Ah, schön hier. Das ist schon schön hier, ein riesen Gelöpperdisch. Rechts kommt da mal. Achso, ich wollte gerade fragen, meinst du jetzt deinen Kaffee oder? Ja, ich sauf Gülle aus dem Bottich. Ja, Gülle. Hauptsache mit Zucker, sag ich immer. Ja. Schmeckt die ganze Kacke wenigstens noch süßer. Besten Stuhl kann man nicht mit dünner Kacke wieder wegmachen. Das ist eine fälschliche Annahme. Ja, das hast du aus dann netzdoktor.de herausgefunden. Ja, ja, und das mit den Datteln. Alter Schwede. Tankstelle müssen wir nicht, ne? Yeah. Haben doch Riesentanks dran. Jemand hatte das letztens auch geschrieben. Finde ich immer sehr nett, dass sich die Leute da auch Mühe machen und danach gucken. Ich glaube nicht, dass das aus dem Kopf gesagt war. Dass diese 350 Gallonen oder wie viel das sind beim ATS, dass das 1100 noch was Liter sind. Waren die sogar 1-2? Nicht weit. Nein, nein, ja, ich glaube, ja, das hab ich gelesen, 1000 und ein paar zerquetschte oder 1200, glaube ich. Ja, aber das sieht man ja, wenn du ins Menü guckst, ne, auf den Verbrauch. Also ich hatte in dem ganzen Spiel, egal was ich gefahren bin. Ja, also immer diese 44 also, Liter, ne? Ne, oder zwischen 45 und 50 Liter, dauerhaft. Das konntest du gar nicht runterfahren und ich hatte ja wirklich vom kleinsten bis zum größten Motor alles. Hat sich nie geändert. Wenn du hier guckst auf die Maschinen, du bist ja mit 30 Litern. Wie es halt auch im richtigen Leben ist, ne? Gut, beim MP4 noch ein bisschen weniger. Halburg? Ne, Odinese. Ja, müssen nach Odinese. Ja, im ATS ist das ja sowieso alles anders gesetzt. Man hat auch diese, die Geschwindigkeit, also die Entfernung und alles, wie das da gemessen wurde, das ist ja irgendwie so prima Daumen. Also das hat irgendeiner, man zeigt irgendein Video, hab ich das gesehen, wenn du das beispielsweise auf Kilometer umgestellt hast, dass die Kilometer auf den, auf der Armatur vorne, also ne, wo es mit dem LKW zählt, nicht synchron sind mit der, die auf den LED-Displays stehen. Also ne, auf den Navi rechts, dass da immer erst so danach, keine Ahnung, immer so da mal vier, also zack, ruckhaft, so auf Deutsch übersetzt, das gemacht wird. Ja, und das, was vorne der analoge anzeigt, passt ja sowieso nicht, weil da lässt sich ja nicht umstellen von Meilen auf Kilometer. Nee, das ist richtig, Aber allgemein, also irgendwie hatte er gesagt, das lässt halt manchmal bei Kilometer lässt das irgendwie nach, dass er so stehen bleibt. Und auf jeden Fall sind es halt Zähne weniger, so auf Deutsch übersetzt. Da wurde halt sehr geschlappt, was das angeht. Ja, und es fehlt halt einfach nur Content. Ja, es ist eigentlich, man muss sagen, es ist nicht schlecht, also von der Grafik her und so, es geht schon schick aus und auch die Karte, aber für das, dass die es fünfmal bestimmt verschoben haben. Und ich. Da sieht man aber, dass die es nur wahrscheinlich nur verschoben haben wegen dem Multiplayer. Ich denke nur deswegen.
fünfmal verschieben für den Content. Die hatten ja, also das Spiel ist ja hier schon eine ganze Weile draußen. Also die hatten ja wirklich schon viel Zeit. Zeit zu Oder die haben wirklich die Politik, dass sie wirklich sich sagen, holen wir alles über DLCs rein. Ja, wenn du überlegst, dass Nevada nicht mehr geplant wird zum Start. Ja. Dass Nevada einfach nur aus Zufall mit dazu gekommen ist, weil jetzt ins Fertig hatten. Also klar, sieht man ja schon, hat man ja schon in der Errungenschaften gesehen, jetzt darf ich sie nochmal machen. Wahnsinn. Ey, nur Kalifornien. Das wäre was gewesen, aber. Ja. Da wäre ja kaum was gewesen. Schneller oder langsamer? Hallo! Jetzt eine Abstandskontrolle kommt, ne? Müssen eh irgendwo. Wieder auf. Ich hab wieder 3 Punkte gefressen. Müssen irgendwo rechts vorne, oder? Du zuckst aber zurück, Alter. Ist denn? Das kann doch nicht nur daran liegen, dass du die Hälfte hast. Oh, es geht alles. Was? Markus, ziehst du noch was nebenbei? Nö. Also, da komme ich ja mit der 6000er besser zurecht. Naja, du hast so eine 6000er, dafür eine stabile 6000er und ich habe halt eine instabile 50.000er. Ich habe eine 6000er und dafür eine stabile 4600er. Naja, und ich habe halt jetzt eine instabile 25.000er. Merke ich halt beim Upload auch, weil normalerweise mit einer habe ich ja 500 kb Upload. Aber auch. Aber, okay. Ja, eigentlich nicht, das war jetzt alles normal. Ja, aber. Ich rede von der Ausfahrt. Vorsicht eng, ich hab verstanden, Vorsicht hängend. Ja. Aber das kann natürlich schon passieren, dass es hängt. Ja, jetzt aber ist die neue Leitung, ja Gott sei Dank da. Ja, ich hoffe mal bei mir auch. Dann brauche ich mich wegen dem Router nicht, weil das geht zwar jetzt wieder, aber ich merke halt wirklich dann. Weil so lange war es noch nie weg. Ich glaube nicht, dass es Wartungsarbeiten oder so bei uns waren. Nicht zum Sonntag. Glaube ich nämlich auch nicht. Und das war wahrscheinlich sowas wie ein Warnschuss. Ja. Ist doch heute von der Fritz Gewalt und meine Ankündigung an Brutalität haben ihn dann wahrscheinlich doch nochmal dazu bewogen, pass auf. Ich funktioniere lieber nochmal, sonst teilt er mich heute noch mit der Axt. Hm. Gut, das ist doch jedes, aber ich versuche jetzt noch was anderes zu kriegen. Da habe ich da auch eine schnellere Leitung, da kann es dann noch mehr vorwärts, da kann ich schneller Spiele downloaden. Da habe ich auch einen Upload, also was man dann noch Upload nennen kann. Richtig. Weil bei allen anderen ist dann meistens immer so das Problem, also ich bin jetzt eigentlich schneller, wenn ich einen Brief selber schreibe und irgendwo hin tue. Ach so. Als wie wenn ich ihn jetzt uploade irgendwo und verschicke. Der Post fährt schneller, wie ich Upload habe. Na gut. Und das hat schon was zu heißen. Ach, die lenken wieder rückwärts komplett anders. Da muss man sich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Ja. Was wird denn das? Was soll denn das werden? Das wird hinten und vorne nichts, was du da versuchst. Ach, jetzt habe ich verkehrt gelenkt. Weil ich hier nur einen Kieskutscher sehe. Die Gummistiefeltrager wieder fort. Da wird sie jetzt. Das muss ich mir vom Gummistiefeltrager erklären lassen. Ja, ja. Zufriedenstellend nur. Na schön. Weil du mir reingefahren bist. Du bist mir reingefahren. Was? Klar. Ich gar nicht. Nö. Weil ich freundlich war. Hier sind welche reingefahren, ja, aber ich nicht. Ich bin ja mal ganz kurz hinten angeditscht. Naja. Aber das nicht dadurch. Weiß ich schon, ich hab's da Schaden gehabt. Aber nicht bei mir an der Ware. Ich teste mal ganz kurz die externen, weil einen kleinen externen könnte man jetzt gebrauchen. Ja, gucken erstmal allgemein, was es. Aua, was es so noch gibt. So, aber auch zufriedenstellend. 2,4% mehr, das waren die zwei Ditcher. Frachtmarkt. Udinese. Nee, du sollst ja mal gucken, ob das funktioniert. Ach so, ach, ja. Weil dann hat man wenigstens einen synchronen Auftrag. Jo. Gucken wir halt mal. So, dann locken wir uns mal kurz ein. Nee, da zeigt bei mir immer noch Metz an. Als jemand weiß, was da los ist, ob das überhaupt noch geht. Bei mir letztes Mal.
Weil bei mir steht immer nur Metz, das war, glaube ich, das letzte Mal, wo wir ihn gemacht haben. Wahrscheinlich musst du dann auch immer wieder von dort aus weiterfahren. User joined your channel. So ungefähr. Oh, ich hab jetzt kommt jemand. Das kann nur Tina sein, hallo. Nee, halt, so. User joined your channel. Ja, ich hab dann eine neue Steam-ID. Also, wir nehmen gerade auf Hallo im ETS. Ja. Herrlich. Ja, aber macht ja nichts, wir sind nämlich eh gerade vorbei. Möchtest du abmoderieren? Ja. Na bitte. Schaut bei McManus vorbei, abonniert McManus. Okay. McManus, McManus und nochmals McManus. Immer schön in den Anus, in den Anus, in den Anus. Genau, in dem Sinne, bis Sonntag. Lülü. Tschüss.